Hallöchen, meine lieben Freunde von dicken Texturen und willkommen zurück zur Let's Play Minecraft Felicitas Extremus, dem Erfolgjagd auf ganz hart mit eurem lieben Metzel. Es ist wieder soweit. Da, Musik an. Wir sind wieder in unserer Minecraft-Welt, wir sind wieder in Felicitas Extremus. Oh, der Noob-Tober ist rum, es geht endlich wieder normal weiter. Verdammte Scheiße, ist das laut hier. Ich hab's leider drin. So. Ja. Es ist endlich rum, mein Special-Monat. Wir können uns wieder den wirklich wichtigen Dingen im Leben widmen, nämlich unseren Minecraft-Projekten. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Genau, wir haben ein schönes Feld gebaut, wir haben das, wir haben jenes, wir haben sowieso generell... und wir können uns mal wieder um ein paar Erfolge kümmern, denke ich so. Boah, guck mal, der baut schon wieder nicht. Uff, ja. Aber immer wieder schön, aber so wie ich das sehe, geht schon wieder die Welt unter, die Sonne. So, schauen, habe ich irgendwas hinterlassen? Jo, Ziegelsteine. Ich glaube, ich wollte hier irgendwas ab. Fleisch. Oh, noch mehr Ziegelsteine. Ach, was da alles hinterlassen. Habe ich erstmal wieder zurechtfinden in dem Laden hier. So, erstmal alles weg. Ich glaube, ich wollte hier ein bisschen, ja, bauen. Meine Fresse, hab ich das dabei? Mal kurz. Juckt. So. Das haben wir. Fackeln. Ganz viele Fackeln haben wir. Irgendwas wollte ich machen. Mal gucken, was waren denn so unsere Erfolge? Yeah, das sind sie doch alle. Genau, wir waren fleißigst auf der Suche nach Brot. Nee. Brot backen, sehe ich gerade. Können wir. Da, 1, 2, 3, ganz viele. Und Brot. Tada! So, wieder ein Erfolg. Das tun wir mal hier hin. Ich muss hier unbedingt demnächst mal ein bisschen drum aufräumen. Das ist ja katastrophal. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen um unsere Erfolge kümmern in dem Laden hier. Vor allem wird es dunkel, schlage ich vor. Boah, Ruckel. Ja, diese Welt zeigt wieder ihre Wirkung. Gut, dann schlage ich nämlich vor, als nächstes, wir müssen immer noch Diamanten jetzt finden. Ich habe jetzt mein Feld angebaut draußen. Wir haben eine Eisenrüstung. Dann schlage ich bald vor, dass wir wirklich jetzt uns unter die Tage verkriechen und dort eine ganze Menge, das kommt doch mal weg, und dort eine ganze Menge, das kann ich auch nicht gebrauchen, den auch nicht, obwohl, der bleibt da, um uns ein wenig auszurüsten. So, was heißt auszurüsten? Wir haben ja erstmal Eisen und so haben wir, aber uns geht es ja noch darum, tada, wir müssen immer noch dafür so. Geht da hinten ein Punk ab. Ach, guck mal hier, wie schön das hier ist, ne? Endlich wieder. Also, uns geht es ja noch darum, wir müssen immer noch die Erfolge sammeln, ne? Und als nächstes steht ja der etwas schwierigere an. Nämlich, Dingsbums. Ein Diamanten finden, genau. Die Kühe haben wir drüben. Apropos Kühe. Genau. Da fällt mir gerade ein, eins können wir von den Kühen. Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt so cleverly ist, während wir hier rumgimpen. Komm, ich kann einfach mal zu den Kühen gehen. Oh, sieht das nicht schön als. Hier drüben war doch noch so eine fliegende Insel, wo ich unbedingt mal hin wollte. Mal zu den Kühen gehen, denn ich hab's ja gerade hier noch gesehen. Ein Erfolg. Wir haben jetzt Hühner? Nee, da nicht. Erfolg. Da, wir haben jetzt Hühner. Wir haben ja alles. Zucker haben wir, glaube ich, auch. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Milch und dann gibt's den Kuchen, schlage ich vor. Wir backen einen Kuchen. Das ist doch mal eine sehr gute Idee. Eier haben wir ja von unseren Hühnern. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Hatten wir schon Zucker? Haben wir das schon gefunden? Klepp mich mal auf. Haben. Es ist ja schon so ewig lang her. Ich würde, ihr wisst es auch nicht mehr so genau. Warte, Kaffee. Ah, Creeper Joe, wollte ich gerade sagen. Wow. Okay, fickt euch. Der reit auf dem Huhn. Habt das gesehen? Der Mini-Zombie reit auf dem Huhn. Komm her. Was wollen wir tun? Oh, shit. Jetzt geht's hier richtig rund. Ey, der reit echt auf dem Hühnchen. Wer bist du? Der Chicken Rider of Hell? Stimmt. Ja, ich hab's immer noch drauf. Das Evil Chicken gerade mit dabei. Habt das sie? Jetzt verbündet sich das Evil Chicken schon hier mit Zombies. Das ist hier eine erschreckende Erschrecktheit, ist das? Eine Frechheit sondergleichen. Ich kann meinem Sätzen nicht genügend Ausdruck verleihen.
als wirklich zu sehen, dass dieses Drecksvieh sich mit Zombies verbindet. Unfassbar. Lebt ihr noch, meine Hühner? Ihr lebt noch, euch geht's gut. Ich bin happy wie Schnuff. So, na, ich muss da raus. So, komm. Jetzt leckt's wieder in der Richtung ein bisschen. Alles normal, alles noch gut. So, da hängt wieder alles andere rum. Ihr könnt mich mal gern haben. Da ist mein Boot. Nummer 1. Auf ins Boot. Na komm, dreh dich. Stopp. Diese Richtung bitte. Attacke. Schnell darüber. Schnell an unseren Steg. Und zu den Kühen. Ja, ein bisschen bremsen. Ich lasse mich hier zu schnell anecken. Ach, wir sind noch früher. Ah, mein Boot! Wir sind noch früher. Da ist man, hat man einen Zentimeter, ist man gegen so eine Wand gefahren. Und dann hat es direkt das Boot zerrissen, sein Einzelteil. Das war ja eine leichte Katastrophe. Guck. Hier komme ich. Wer will mich? Keiner. Gut. Na, ihr Kühe? Nö. Ich hab Milch. Schon zweiten Milch. Achso, ich hab schon zweimal Milch. Bleibt schön, wo ihr seid. So. Jetzt. Muss ich doch feststellen, wir haben doch kein Zucker. Ja, doch. Zucker. Höhle. Unsere große Höhle, wo wir am Anfang Zeug rausgerafft haben. Aber jetzt ohne Scheiß. Wir brauchen Zucker. Ja, damit. So, komm her. Ey, hier geblieben. Das ist der Tag. Das Phantomboot der Hölle oder was ist das hier? Bleib hier! Lass mich hier rein, lass mich rein. Oh Gott, das geht. So, mal schauen. Sieht aber nicht so aus. Falls es für euch zu dunkel ist, ja, für mich ist es auch nicht besonders hell. Komm. Ich fahre jetzt gerade mal hier so ein bisschen mit der feigen Hühnchen-Taktik auf dem See rum. Oh shit. Wo wir eben von Anecken gesprochen haben. Boah, diese Welt ist echt so hardcore. Das ist so krass. So. Kann ich mal vielleicht rundherum ein bisschen ausleuchten. Das heißt also, dass ich mir wirklich ein bisschen Zucker raussuchen muss. Bedeutung liegt auf Suchen. Weil das leckt. Auch wenn ich auf meinen zweiten Bildschirm schaue. Das ist hier. Guck mal, Creeper Joe. Ist hier nicht feierlich, ne? Unter Wasser kannst du nicht explodieren. Du kannst nicht explodieren, du wirst nicht explodieren. Ich mach's vorher kalt, Sascha. Vielleicht soll ich schon mal kurz hochgehen. Ich habe ja schon überlegt, ob ich jetzt wirklich. Habe ich schon öfter erzählt, das Ganze hier auf Minecraft Windows 10 Version mache. Aber damit ich von dem Java weg. Was machst du denn? Wo? Sag mal, Michael Jackson, wo hast du dir gerade wehgetan? Bist du vom Baum gefallen, oder wie? Das sollst du nicht tun. Das ist ungesund. Oh Mann, aber ungesund. Mal ein bisschen Hühnchen verdrücken. Ui. Ah, Hexe! Uiuiuiui. Hälfte 1. Pfeilbogen. Hälfte 1, Pfeilbogen. Wo sehen? Mach's gut, Alter. Uiuiui. Brauchst gar kein. Hat die ein Hitler-Schnäuzchen? Nein, die sieht so aus. Headshot! Geht drauf. Bleib schön, wo du bist. Ja, ich hab sie! Ich habe eine Hexe zerlegt. So. Die Alte hätte mich bestimmt zerpflückt mit ihren magischen Tricken. Da ist ein Spinnischwinchen. Ja, ich glaube, es ist momentan zu gefährlich, hier wirklich rumzurennen. Ich sollte doch mal allmählich dafür sorgen, dass ich ein Schaf finde. Es wäre ja schon ganz nett, wenn ich endlich mal ein Bett hätte, das ich die Nacht durchbringen kann. Und momentan ist es noch ganz schön. Ja, ihr seht's ja. So, dann mal alles rein. Die Milch. Was ist jetzt hier? Nee, das ist mal hier oben. Nee, das ist Baumaterial. Die liebe gute Milch kommt mal hier hin. Genauso wie die Eier. Ich muss hier wenigstens erstmal Ordnung schaffen. Das ist ja hier katastrophal. Nehmen wir ein bisschen Suppe mit. Es ist noch Suppe da. Ah, die Sonne geht aus. Halt, stopp. Wo wir gerade dabei sind. Zurück. Kohle. Ja, komm.
nehmen wir die einfach mal mit. Nur für den Fall der Fälle. Denn der Metzger ist ein kleines bisschen auf Wanderschaft. Rein da. Zack. Puff. Aus die Maus. So. Wir gehen mal ein kleines bisschen auf Wanderschaft. Was war das? Ich glaube, das war hier im Spiel. Bei der Musik. So. Das wächst schön vor sich hin. Das ist gut. Oh, da geht sie auch. Da oben ist es wieder, unser kleines Inselchen. Die Sonne geht wieder auf. Ein neuer Tag bricht an. Und das heißt für uns eine neue Erkundungsrunde. Ich brauche Zuckerrohr. Oh, Kühe. Ich brauche ohne Scheiß Zuckerrohr. Ich brauche so einiges hier. Schafe auch ganz schön. Oder zumindest drei Schafe, die ich killen kann, damit ich ein Bett bekomme. Ich glaube, ich muss mich mal da wirklich da drüben hochmachen. Zombie-Karl, lass es doch. Wie oft muss ich denn noch abmurksen? So, komm. Sag ich, jetzt testen wir nochmal. Also den Weg kennen wir ja. Oder der Weg wird uns gefackelt. Lord of the Fackel. Da fackel ich gar nicht lang. Ein Monat später und die Witze sind noch genauso schlecht wie vorher. So, hier war unser Eintritt in die Hölle, genau. Dann erinnere ich mich. So, jetzt gucken wir erstmal. Oh, jetzt runter ins Wasser. So, und wir sehen nix. Schlecht. Außer ganz viel Holz. Das ist echt krass hier. Wie viel Holz es gibt. So, ich hatte ja irgendwas gesehen eben. Wir werden mal einen Markierungspunkt machen. So. Durchfindet. So, da hoch. Komm. Na komm. Hab ich halt eine Schaufel dabei? Da hinten ist doch. Auf ganz hinten. So, lass mich durch. Lass mich durch. Der will mich anscheinend nicht durchlassen. Oh shit. So, naja, was soll's. Krieg ich halt wenigstens noch ein bisschen Erde dabei. So. So, so. Und ja, jetzt haben wir es doch. So, machen wir hier nochmal Markierung. Ja, da, oh, da oben schwebt ja auch wieder was. Hm. Hühner. Hier darf keine anderen Hühner existieren, außer meine. Sterbt ihr. Ihr dämonisches Federvieh, ihr. Hier nach oben haben wir einen Fackel hinsetzen auf. Erhöhten Punkt ist immer gut. So. Oder ich fange nochmal an mit meinen. Ah nee, ich lasse es. Ich würde sagen, mit meinen Gebilden, die ich sonst immer gebaut habe. Da ist noch ein Hühnchen. Es beobachtet mich. Es hackt was. Autsch. Blopp. Das ist doch eins. Attacke! Du hast mich schief angeguckt. So. Werde ich leicht... Da ist doch ein... Ah, komm her! Werde ich irgendwie leicht paranoid mit den Hühnern? Ah, hier ist alles voll mit den Viechern. Habt ihr nicht mal ein Schaf? Ah, ein lächerliches Schaf. Wer nochmal? Drei, vier lächerliche Schafe. Würd's doch schon tun, da wäre ich glücklich. Da könnte ich ja fast glücklich sterben. Da leere ich unten erst noch mal ein bisschen. Ja. Komm her, Hühner. Hühnerbrut. Ihr sollt alle unter dem gleißenden Nachthemd der Gerechtigkeit dahingerafft werden. So, ich sehe gleich, die Folge ist zu Ende. Ich bin doch noch gar nicht mit meiner Hühner-Rampage hier fertig. Wie soll das dann funktionieren dann? So, hier geht's hoch, nur dass ich das weiß. Aua. So, jetzt erstmal hier. Suppe schlürfen. Ja, das gibt Power und Tinte auf dem Füller. Zack. Das voll machen. Dass ich nachher, wenn es dunkel wird, auch wieder zurückfinde. Ich bin schon mal ganz froh, dass ich hier nicht zu vielen Karnickeln begegne. Die machen mir ja noch mehr Angst. Stirbt. Vielleicht gibt es keine Hühner mehr. Vielleicht gibt es keine Hühner mehr in dieser Welt. Aber ich kann es so sehen. Ich habe dafür ganz viele Hühnchen geschlachtet. Und habe auch ganz viel Fleisch.
Also, mein Fleischvorrat ist wieder gesichert, auch wenn es nur Geflügel ist. So, liebe Freunde, aber das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Dann sehen wir so... Oh, Sumpfgebiet. Dann sehen wir uns in der... In der nächsten hühnerschlachtenden Folge wieder... sterbt. Wenn wir uns aufmachen, uns mal das Sumpfgebiet da hinten näher anzusehen. Also, bis dahin. Tschüss.